Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um das Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, insbesondere das von der AfD. Im letzten Herbst war die AfD in Umfragen bei 15% für den Bundestag und ist auf 8 bis 10% jetzt abgestürzt. Man hat gedacht, vielleicht die Umfrageinstitute bestimmt nicht so ganz, was sie machen. Sie untertreiben ein bisschen, sind vielleicht ein bisschen bestochen. Man weiß es ja nicht genau. Man hat also gehofft, jetzt bei den Kommunalwahlen, es würde dann doch ein bisschen besser sein. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass die Ergebnisse wahrscheinlich realistisch sind, von 8 bis 10%. Das ist ja das, was interessant ist. Wir dürfen nicht vergessen, Nordrhein-Westfalen hat fast 18 Millionen Einwohner. Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo die AfD im letzten Herbst so gut abgeschnitten hat, hat zusammen gerade mal etwas mehr als 8 Millionen, ich glaube 8,5 Millionen. Die AfD in Nordrhein-Westfalen hatte sich Ergebnisse um 10% erhofft. Die AfD hat im Vergleich zu vor 6 Jahren, hat sie 2,5% dazu gewonnen, ist von 2,6% auf 5,1% gekommen. Sie hat aber im Vergleich zur Bundestagswahl verloren, ich glaube 1,7%, irgend sowas. Wie konnte das jetzt passieren? Die Leute müssten doch eigentlich immer aufgeklärter sein. Sie müssten doch eigentlich immer mehr dahinter kommen, was für einen Schindluder die Altparteien betreiben, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und besonders jetzt mit Corona, erst recht müssten die Leute doch sehen, das passt doch alles hinten und vorne nicht. Die Wahrheit müsste sich doch immer mehr verbreiten. Die Leute müssten doch langsam dahinter kommen. Aber im Gegenteil. Die AfD ist von 15% auf unter Prozent runtergekommen. Es ist so, dass bei 15% oder mehr kann die AfD nicht mehr ausgegrenzt werden. Oder was heißt, wenn dann die AfD in Öffentlich-Rechtlichen nicht in Talkshows eingeladen wird? Es fällt dann irgendwie auf. Das kann man bei 15% und mehr, bei 20% kann man das nicht mehr machen. Und jetzt können Sie es ein bisschen so hinstellen, ja gut, die AfD ist eh eine Randgruppe, 12,6%, das war eine Momentaufnahme und jetzt in Wahrheit sind die Leute wieder auf dem richtigen Weg. Jetzt wählen sie die AfD ja doch nicht. Aber wie konnte es nun dazu kommen, dass die AfD von 15% auf unter 10% gekommen ist? Und es liegt daran, dass auf der einen Seite die Leute demotiviert worden sind und auf der anderen Seite, dass der Frame, der Undemokratie-Frame, der Bäh-Frame gegen die AfD, der Rechtsextremismus-Frame, dass der bei vielen Leuten entscheidend gestärkt wurde oder bei Leuten, bei denen er in Banken war, dass er dort wieder verfestigt worden ist. Wie konnte das nun passieren? Wieso hat sich denn der Rechtsextremismus-Frame verfestigt, wenn noch die AfD im Bundestag dauernd ausgezeichnete Reden hält? Die Leute es doch eigentlich immer besser wissen müssten. Und hier haben die entscheidende Rolle gespielt die Abgrenzungsversuche von Jörg Meuthen und anderen gegenüber dem sogenannten Flügel und im späteren Verlauf im Besonderen von Andreas Kalbitz und Björn Höcke auch, aber vor allen Dingen Andreas Kalbitz. Warum ist das so? Vorher war es so, die ganzen Altmedien und Altparteien haben die AfD als rechtsextrem geframed und dann sagen die Leute natürlich noch, ja okay, das ist die Opposition. Und natürlich, wenn jetzt die Altmedien und die Altparteien diesen Frame dauernd vorbringen, das zeigt Wirkung. Wie gesagt, wenn viele Leute es wiederholen und wenn es über eine lange Zeitspanne wiederholt wird, allein, egal wie wenig Sinn dahinter steht, das wirkt beeindruckt auf Dauer. Dieses permanente Dauerstaccato in den Altmedien. Jetzt kommt aber hinzu, dass wenn jetzt Jörg Meuthen Andreas Kalbitz aus der Partei ausschließen will, dann setzt er ein eindeutiges Signal, dass der Mann in der AfD nicht haltbar ist. Und wenn dieser Frame, dass Andreas Kalbitz ein Undemokrat ist und dass auch die Leute um ihn herum, die ihn unterstützen, dann folglich auch keine Demokraten sind, weil ja er aus der Partei raus soll, dann ist es auch egal, was er sonst über ihn sagt, solange er ihn ausschließt. Er hat das ja auch auf den Tisch gebracht. Es war ja nicht so, dass die Altmedien und die Altparteien das forciert haben, sondern das hat Jörg Meuthen und diese Leute haben von sich aus das auf den Tisch gebracht, dass sie diesen Menschen ausschließen wollen. Das wirkt, dieser Frame, der wirkt ganz stark. Und dadurch haben die Altmedien eine Insel
von der aus sie die ganze AfD in den Dreck ziehen können. Meuten eingeschlossen, alle. Alle, die in der AfD sind, werden durch diesen starken Frame in den Dreck gezogen. Und jetzt kann man sagen, ja, Jörg Meuthen und die Leute, die haben doch gar nichts Schlimmes gemacht. Es ist doch so, er war in der HDJ gewesen und das steht in der Unvereinbarkeitsliste. Das ist doch klar, das ist doch dann gerecht. Er muss dann gegen ihn vorgehen, das ist doch vollkommen logisch. Entscheidend ist die Themenlenkung, die man betreibt. Es wurde jetzt die Themenlenkung auf diese Themen betrieben, auf Flügel, Auflösung erst und jetzt dann Kalbitz. Die Themenlenkung wurde dorthin gelenkt und das ist unverhältnismäßig. Tatsache ist, dass er, Herr Höcke und die Seinen einen anderen Spin der Partei wollen. Nämlich einen völkisch-nationalistischen und wirtschaftspolitisch-sozialistisch. Das ist das, was sie nicht wollen. Es geht in eine nationalistisch-völkische gesellschaftspolitische Position und wirtschaftspolitisch geht es eindeutig Richtung Sozialismus. Mhm. Beides ist in der Programmatik meiner Partei nicht vorgesehen. Was denn jetzt, wenn dann trotzdem, ich weiß, Sie rechnen nicht damit, aber angenommen, Herr Kalbitz bleibt dann doch in der Partei, weil das, was Sie jetzt versucht haben, nicht vor einem Schiedsgericht oder einem ordentlichen Gericht besteht, treten Sie dann aus? Herr Kalbitz wird nicht wieder in die Partei. Ich weiß, gehen Sie trotzdem davon aus. Wenn man sich anguckt, wie sich die Linken auf ihrem Kreisparteitag äußern, wie sich in der Vergangenheit Altparteienpolitiker benehmen, was überhaupt in Deutschland vor sich geht, dann ist es vollkommen unverhältnismäßig, jetzt das in den Mittelpunkt zu stellen, dass Andreas Kalbitz vor über 10 Jahren, also möglicherweise in einer undemokratischen Vereinigung ist, von der wir jetzt aber auch, wir persönlich sie gar nicht kennen und wo er sehr wahrscheinlich auch nicht in führender Position tätig war. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Winfried Kretschmann, der bei irgendeiner kommunistischen Vereinigung lange führend tätig war und der jetzt im Nachhinein sagt, ja, ich habe keine Ahnung, was mich damals geritten hat. Und dann sagt er das, ja, dann ist es okay. Niemand stellt ernsthaft die Frage in den Altmedien, dass Winfried Kretschmann kein Ministerpräsident sein kann, dass er bei den Grünen sein kann und er hat eine ganz klare kommunistische, undemokratische Vergangenheit. Diese Leute haben diesen Diktatoren zugejubelt, die Millionen Leute auf dem Gewissen haben. Natürlich ist es so, diese Kommunisten sagen nicht, wir wollen Leute umbringen, wir wollen eine gerechte Welt, wir wollen dies und das, aber die HDJ wird bestimmt auch nicht sagen, wir wollen hier Leute umbringen, sondern die sagen auch, ja, wir wollen hier unsere Heimat, wir wollen hier auch lauter positive Sachen. Und es ist auch so, meiner Meinung nach, dass man vielleicht nicht immer nur das macht, was alle anderen gut finden, sondern dass man erstmal sich selber probiert, auszuprobieren und zu orientieren. Und es ist so, dass Andreas Kalbitz während seiner Bundeswehrzeit, dass er ja überprüft wurde, dass ihm nichts vorgeworfen wurde, er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und dass, wenn es jetzt so lange her ist, finde ich, hat auch ein Mensch ein Recht darauf, sich zu entwickeln und sich zu ändern. Da geht es ums Prinzip jetzt mit der ganzen Unvereinbarkeitsliste, wie sie gestaltet ist und dass dann, wenn eine Organisation draufsteht auf dieser Liste, dass dann der Mensch lebenslang kein Mitglied werden darf. Das ist bei keiner Partei so. Und wenn auch Organisationen draufstehen, wie die BPE mit Michael Stürzenberger, wo überhaupt nichts bewiesen ist, ganz im Gegenteil, wir wissen ja, Michael Stürzenberger ist ein Demokrat, er ist ein Held. Er ist im Gegensatz zu den Altparteien und Altmedien ist er ein Demokrat. Ein echter Demokrat, der für die Demokratie kämpft, das ist ja in Deutschland sehr selten. Und so jemand steht auf der Unvereinbarkeitsliste wegen dem Verfassungsschutz, eine Organisation, die ist in anderen Ländern, sowas gibt es in anderen Ländern nicht. Und der Verfassungsschutz hat in der Vergangenheit oft politisch agiert. Die Republikaner wurden zu Unrecht verdächtigt, wurde dann von dem Gericht einkassiert, aber da waren die Republikaner schon längst tot. Das heißt, es ist sehr fragwürdig, dieses Agieren von diesem Verfassungsschutz in vielen Fällen. Und darauf baut man eine Liste auf, nur weil dieser Verfassungsschutz einen Verdacht hat. Das ist mal grundsätzlich zu dieser Unvereinbarkeitsliste. Natürlich muss man darauf aufpassen, dass die Partei nicht unterwandert wird, und dann ganz viele Leute mit einem reinkommen, das dann mit dem ursprünglichen gar nichts mehr zu tun hat. Jedenfalls, wie auch immer man dazu der Unvereinbarkeitsliste steht, also meiner Meinung nach muss sie reformiert werden. Es darf nicht sein, dass die BPE von Michael Stürzenberger da drauf steht.
Wie auch immer hat jetzt Jörg Meuthen das genommen, ja, der steht auf der, die, der steht jetzt, der Andreas Kalbitz steht da drauf, das muss jetzt unbedingt sein, dass man den jetzt unbedingt ausschließt, obwohl Kalbitz ja nach dem Bekunden von Meuthen sich in 7 Jahren in der Partei vollkommen korrekt verhalten hat. Und das wissen aber die ganzen Leute, die Altmedienkonsumenten, die mal zwischen dem Fußball die Nachrichten gucken, die wissen es gar nicht. Die sehen nur, der Parteichef Meuthen ist jetzt der Meinung, dass der Chef von Brandenburg aus der Partei fliegen muss. Unbedingt. Und dann ist natürlich die Schlussfolgerung, der Mann ist vollkommen untragbar, das ist kein Demokrat. Das heißt, egal was jetzt diese Leute wollen von Jörg Meuthen, was sie erreicht haben, ist ein negatives Framing von einem ganzen Teil der Partei. Und zwar ein ganz wirksames Framing, weil es eben von dem Parteivorsitzenden der AfD selbst kommt. Dieses Framing ist viel stärker als von irgendjemand anderem. Wenn jetzt die Altmedien, wie gesagt, was haben die denn in der Hand, die Altmedien? Wie gesagt, bei den Grünen, die AfD hätte das ganz einfach kontern können, diese ganzen Vorwürfe gegen Höcke und so weiter. Da kann man ganz einfach kontern, was haben die ganzen Grünen und die Linken und die SPD, was haben die alle für eine Vergangenheit? Was haben die in der Vergangenheit alles gesagt? Und Menschen haben das Recht, sich zu ändern, sich zu entwickeln. Hätte man ganz einfach abräumen können. Und der Verfassungsschutz, der kann beobachten und machen, was er will. Wenn viele Leute in der Bevölkerung dahinter stehen, dann ist dieses einseitige Agieren, ist ja auch gerade mit Haldenwang, der dann auf Hans-Georg Maaßen gefolgt ist, wenn dann viele Leute hinter der Partei stehen, über 15-20%, dann ist das der Bevölkerung nicht vermittelbar, dieses ganze Vorgehen. Und dann kann man das auch viel leichter in den Mittelpunkt rücken, dass zum Beispiel die AfD zu Unrecht angeprangert wurde als Beobachtungsfall, was ja ein Skandal war. Aber wenn jetzt Jörg Meuthen hergeht und ohne Druck von außen, von sich aus, einen ganzen Teil der Partei, der, wie gesagt, hinter Kalbitz steht, oder hinter dem Flügel steht, ihn erst loswerden will, den Flügel zur Auflösung drängt, was auch schon so wie so ein defensiver Akt wirkt, was nach außen so wirkt, man macht das, weil man Angst hat, weil man was zu verbergen hat. Dann sagt natürlich, haben jetzt die anderen gesagt, ja, das, der Flügel, den braucht man nicht mehr, das hat sich jetzt überlebt, deswegen kann man ihn auflösen. Es wirkt dann wie so eine Ausrede. Ich weiß nicht, wie viel da dahinter steckt. Aber dass dann diese Forderung kommt und dann mit dem Verfassungsschutz und dann löst man es zufällig genau dann auf, das wirkt wie so ein Trick, dass man irgendwas aus dem Weg gehen will. Das wirkt so, als hätte man was zu verbergen. Und das stärkt wieder den Frame. Das heißt, dieser ganze Druck. Und das Entscheidende ist, dass Jörg Meuthen und diese ganzen Leute, die beerdigen ihre eigene Karriere, weil sie sich selber mit in den Dreck ziehen. Sie denken, sie framen nur Höcke schlecht und das hat mit ihnen dann nichts zu tun. Sie sind dann die Helden, dass sie sich abgrenzen. Nein, dadurch, dass sie den schlecht framen, von dieser Insel aus, dass dieser ganze Dreck, der strahlt auf sie auch aus. Der reißt sie auch selbst mit in den Abgrund. Das haben sie nicht verstanden. Weil sie dann, die Altmedien können dann immer weiterziehen. Die können dann sagen, ja, warum habt ihr euch nicht schon vorher abgegrenzt? An euch klebt der Dreck, ihr arbeitet immer noch irgendwie mit denen zusammen. Ihr hattet früher in der Vergangenheit was mit denen zu tun. Die können den, wenn diese Insel, wenn der Frame mal da ist, hier, der Flügel, das ist untragbar, der ist unmöglich. Wenn dieser Frame da ist und dann Meuthen und die anderen nicht die Position der Altparteien annehmen oder die Position, die die Altmedien wollen, dann können die Altmedien jederzeit da Druck ausüben und sagen, ja, ihr habt ja hier in der Vergangenheit, ihr habt immer noch irgendwie mit dem was zu tun oder ihr habt jetzt die gleichen Positionen wie der, ihr sagt ja das Gleiche, dann können sie immer, also sagen, dieses, wenn man diese Insel geschaffen hat, das ist wie, das klingt so martialisch, wie so das trojanische Pferd nach Troja mit Soldaten mitten ins Herz der AfD bis zu tragen, diesen Frame, oder wie wenn eine gegnerische Panzerlinie ins eigene Land eindringt und man den gegnerischen Panzer im eigenen Land hat. Das ist ungefähr das Gleiche, wie man, wenn man diesen Frame zulässt, dass große Teile der AfD unmöglich sind, undemokratisch sind. Man diesen Frame bestärkt und den etabliert man, indem man Kalbitz ausschließt. Weil das ja gegen diese ganzen Leute geht. Dann hat man diesen Frame, das sind unmögliche Menschen, wenn es vom Parteivorsitzenden kommt. Und es spielt dann gar keine Rolle, was man dann will und macht. Und alle Leute, die das mitbeschlossen haben, die haben vielleicht gedacht, ja, wenn wir das jetzt machen, dann lassen uns die Altmedien in Ruhe, dann sind wir aus der Schusslinie.
Die Altmedien können jederzeit selbst bestimmen, wann sie wie wen in die Schusslinie nehmen. Und natürlich jetzt in dem Moment, wo sie die eigenen, die AfD, Teile der AfD bekämpfen, dann machen sie nichts, klar. Dann geben sie ihnen das Gefühl, ja, jetzt macht ihr das Richtige, jetzt lassen wir euch in Ruhe. Jetzt darf Jörg Meuthen wieder eine Talkshow. Aber die können das jederzeit, haben die Möglichkeit, das wieder anders zu machen, das wieder die Zügel wieder anzuziehen. Wenn dann irgendeine Position kommt mit Flüchtlingen und sie dann nicht so spuren, wie die Altmedien das wollen, dann können sie jederzeit die Zügel wieder anziehen und dann wieder das ganze Framing wieder betreiben und in den Dreck ziehen. Da haben sie jederzeit, können sie da die Zügel anziehen und können das spielen, wie sie es wollen. Und jetzt lassen sie halt die Zügel gerade locker, um das Signal zu geben, hey, macht ihr mal, wie ihr wollt, dann lassen wir euch in Ruhe. Dann habt ihr vielleicht, dann kann man vielleicht irgendwie ins Gespräch kommen. So vermittelt sie das Gefühl. Aber das ist natürlich ein Trick, weil es geht ja gar nicht um dieses Rechtsaußen, um dieses Ganze oder darum, dass Kalbitz irgendwann mal was Falsches oder Höcke, dass die irgendwann was Falsches gemacht haben. Das instrumentalisiert diese Leute, aber das ist nicht der Grund, weshalb sie angeprangert werden. Weil man erkennt das daran, das ist ganz einfach zu belegen, an diesem besagten, als plakatives Beispiel, dieser Kreisparteitag der Linken, wo eliminatorische Sprache angewendet wird gegen den Klassenfeind, dass man ihn umbringen kann und vorher soll er noch arbeiten, ohne Scham. Dafür interessieren sich die Altmedien nicht, obwohl es viele Eskalationsstufen über irgendwelchen alten Zitaten ist von Leuten in der AfD, also was vollkommen, eine vollkommen andere Liga ist. Und da interessiert sich kein Mensch oder wird das halt mit einer Entschuldigung schnell abgeräumt. Dadurch ist der Frame verfestigt worden für ganz viele Leute. Und es kommen natürlich auch die schwachen Talkshow-Auftritte, diese defensiven, schwachen Talkshow-Auftritte, wo sich die Altmedien vortesten und immer gucken, was geht. Also die Berliner Runde nach der Hamburg-Wahl, es war ja unfassbar, was sie sich da geleistet haben. Wenn dann sozusagen diese ganzen, wenn dann ungestraft, also die dafür nicht negativ geframed werden, die Altmedien und Altparteien, für ihre aggressive Entmenschlichung der AfD. Also parlamentarisch haben die Fraktionen sehr gut zusammengearbeitet. Von jeder Seite betrachtet müssen die Fraktionen jetzt zusammenhalten. Die haben gut zusammengearbeitet. Wir haben alle Fristen außer Kraft gesetzt, gemeinschaftlich. Das war alles möglich durch Abstimmung der Fraktionen untereinander. Hier haben wir gut zusammengearbeitet. Wir unterstützen auch die Programme im Prinzip. Wir unterscheiden uns nur darin, ob wir jetzt die Gesetze ändern und dann gucken, was passiert, oder ob wir uns gleich vereinbaren, in welchen Fristen kontrolliert wird, ob das funktioniert und ob das umgesteuert werden kann. Also erstmal hoffe ich, dass ich mich heute vielleicht sogar dreifach freuen kann und wenn die Parole Nazis raus sich in Hamburg vielleicht sogar erfüllt und die geistigen Brandstifter der AfD heute aus dem ersten Landesparlament rausfliegen, dann wäre das ein sehr gutes Signal auch für das politische Klima in diesem Land. Aber diese klare Haltung gegen rechts, die wir in den letzten Wochen hatten, die hat auch unterstützt in Hamburg. Diesen furchtbaren rassistischen Anschlag in Hanau erlebt, wirklich gezielte Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die für Hass und Hetze in diesem Land verantwortlich sind, wenn diese Quittung in Hamburg erhalten würden. Das wäre ein Zeichen, ein schönes Zeichen. Wir haben von vornherein klar, übrigens auch vor den Wahlen gesagt, für uns gibt es aus ganz unterschiedlichen Gründen keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und vor allem wurde ja schnell Klarheit geschaffen, nicht nur mit markigen Worten, sondern damit binnen 24 Stunden Klarheit zu schaffen. Und wir haben uns bemüht, und das gemeinsam in diesem Wahlkampf zu zeigen, dass es einen unveränderten, klaren Kurs gibt der FDP, die nichts gemein hat mit der AfD. Selbstverständlich hat die AfD in den letzten Monaten und Jahren den geistigen Nährboden dafür bereitet, dass solche Dinge überhaupt passieren können. Und insofern ist Hamburg natürlich glücklicherweise eine demokratische Quittung für dieses geistige Brandstiftertum, was von Ihrer Seite hier in unserem Land betrieben wird. Ich freue mich, dass da es gelingt, ein demokratisches Stoppzeichen zu setzen. Aber es ist auch wichtig, dass insgesamt die Parteien in Deutschland in dieser Frage zusammenstehen und keine Partei hier in Zweifel aufkommen lässt, was der richtige Umgang damit ist, nämlich klarste Abgrenzung und Bekämpfung der AfD, die dieses Gedankengut verbreitet. Dann vielleicht noch ganz kurz, Herr Baumann, weil Sie sagten, ja, können Sie jeden am Tisch fragen. Ja, jetzt, nein. Politischer Wettbewerb. Nein, das ist nicht politischer Wettbewerb. Ich möchte als Politiker sage ich erstmal, was ich für richtig empfinde. Und das müssen dann Behörden, das müssen Experten in den Behörden entscheiden. Dafür gibt es in einem Rechtsstaat geregelte Wege. Aber es kann doch niemand ernsthaft in Frage stellen, dass die AfD sich verfassungsfeindlich verhält. Da gibt es ganz klare Indizien für. Wenn Sie sagen, niemand missbraucht das, was in Hanau passiert ist. Ich muss mir doch nur angucken,
gucken, was in den ersten Stunden, als noch unklar war, was da genau passiert ist. Haben Sie es schon missbraucht? Was von Ihren Parteikollegen, da wurde es auf die Kanzlerin geschoben, da wurde die Flüchtlingspolitik angegriffen. Da ist sofort, sind die Muster der AfD, das gesellschaftliche Klima zu vergiften und eine solch furchtbare Tat zu missbrauchen, ist von der AfD an höchster Stelle aktiv betrieben worden. Und dafür sollten Sie sich schämen, was da gelaufen ist. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass alle Parteien eine klare Haltung einnehmen, dass man offenlegt, es gibt Verbindungen bis in die Bundestagsfraktion rein für die extreme Rechte. Die AfD ist für mich der politische Arm der extremen Rechten und da muss der Verfassungsschutz hinschauen. Das ist eine der Instrumente, die wir haben, um diese Partei zu bekämpfen, dass man sie rauswählt aus Landesparlamenten. Das ist das demokratische Mittel, aber es muss vieles passieren, um die Brandstifter an diesem Land wieder zurückzutreiben. Wir haben unseren eigenen Kompass und der ist ganz klar, dass wir als eine Partei, die auf Freiheit und Würde jedes einzelnen Menschen setzt, ein größtmöglicher Gegensatz zur AfD sind. Das waren aber FDP-Mitglieder, die da befragt worden sind. Nein, Mitglieder ganz bestimmt nicht. Sie haben gerade, ja, das mag sein, aber wir schauen nicht auf Umfragen, auf Demoskopie bei der Frage, was ist unser politischer Kompass? Wir sind eine bürgerliche Partei, für die dazu gehört, neben Inhalten, dass das was mit Privatsphäre und Privateigentum zu achten, auch was damit zu tun hat, dass Zynismus, dass Hetze und vor allem auch, dass das Verächtlichmachen von demokratischen Institutionen nichts Bürgerliches ist und dafür stehen wir und das ist unabhängig von irgendwelchen Meinungserhebungen ganz klar unser Kurs. Ja, und, aber in den Landesparlamenten von Hamburg und Berlin stimmt die FDP ab und an gemeinsam, alle anderen nicht. Und Christian Lindner hat heute noch gesagt, ja, das werden wir korrigieren, nachdem wir in Thüringen erkannt haben, was da für ein Spiel gespielt wird. Das ist richtig, das ist dort zu korrigieren und gleichzeitig schauen Sie sich gerne unser Verhalten im Bundestag an, das ist völlig klar und da gibt es eine ganz klare Linie, dass wir mit der AfD nicht zusammenarbeiten und insofern, das wissen die Bürgerinnen und Bürger auch und das haben wir nochmal ganz klar auch nach dem, was in Thüringen geschehen ist, klar gemacht. Sie können doch nicht ernsthaft Bodo Ramelow, einen Sozialdemokraten wie Lars Klingbeil als Ministerpräsidenten, ihn sich wünschen würde, gleichsetzen mit einer rechtsextremen AfD. Unter Bernd Höcke. Herr Kellner, ja, wer hat das getan? Das ist doch unwahr, was Sie erzählen. Setzt keiner Herrn Ramelow mit Herrn Höcke gleich. Das würde sich auch verbieten übrigens. Sie haben Leute, die Venezuela hochleben lassen und sonst wie. Aber das sind Minderheiten in der Linken, während in der AfD an der Führungsspitze eine verfassungsfeindliche rechtsextreme Truppe ist. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und wir werden nächstes Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt haben. Dort kann das Gleiche wieder passieren. Und wir brauchen als CDU, und das haben Sie heute, glaube ich, auch gemerkt, keine Nachhilfe in der Frage, wie wir uns zur AfD abgrenzen. Weil wir wissen, dass Extremismus in diesem Land gefährlich ist, egal ob er von links kommt oder von rechts. Darf ich jetzt mal, Professor Brodotsch, bitte eine Einordnung, damit wir... Wenn dann ein Baumann einfach gar nichts sagt oder nur so ein bisschen defensiv oder dann sagt, ja, das ist normaler Wahlkampf, das ist normales Parteiverhalten... Diese Entmenschlichung, diese vollkommene Ausgrenzung, und dann noch sagt, es ist irgendwie normal und es überhaupt nicht negativ benennt, was sie da machen, was hier passiert, was in dem Interview passiert, wie unfair die Moderation ist, wie unfair die Altparteien ist, wie unfair überhaupt, das muss ja dieses Thema konkret darauf lenken. Das wurde in diesen Talkshows alles versäumt. Das waren ganz schwache Auftritte, weil irgendwie diese AfD-Leute denken, das schickt sich nicht. Man redet nur über sich selber und über die anderen redet man nicht. Das schickt sich nicht. Das ist ein ganz trauriger, schwerwiegender Irrtum. Das waren ganz viele Auftritte, die wirklich ganz schwach waren, die man sich gar nicht angucken konnte eigentlich. Und die uns alle in den Abgrund gerissen haben, muss man schon sagen. Auch Tino Chrupalla, diese Auftritte, diese dann noch irgendwie probieren, mit den Altmedien anzubandeln, dann einen aufs Netz zu machen, ja, wir kritisieren uns auch mal selbst. Benennt, macht keine Themenlenkung zum Verhalten der Altmedien und Altparteien, was sie sich Unfassbares alles rausgenommen haben und kommt dann auf irgendwelche Mini-Dinger, die die Altmedien groß machen bei der AfD, wirft er sich dann selbst noch vor, ja, wir müssen uns auch selbstkritisch hinterfragen. Diese Passivität und vor allen Dingen, dass dann die Altmedien ungestraft damit davonkommen, dadurch ist die Eskalationsspirale angetrieben worden. Dadurch, wenn sie... Ist das, was jetzt hier passiert, wie mit der AfD umgegangen wird, das war vor 5 oder 10 Jahren vollkommen undenkbar. Wir befinden uns in einer Eskalationsspirale, die vorangetrieben wird. Und zwar, dass diese Altmedien und Altparteien immer gucken, was kann man machen, was ist den Leuten vermittelbar, was geht durch.
Und wenn dann die in der direkten Konfrontation die AfD-Politiker nichts dagegen machen, diese Hetze, weil die Talkshows, das ist und diese ganzen, diese Runden, das geht ja an die Öffentlichkeit. Oder diese Interviews, die auch Fußballzuschauer, sage ich mal, mitbekommen. Wenn dieser Schlagabtausch verloren geht oder die AfD dann passiv ist und sich nur verteidigt und dann ist die Themenlenkung bei der AfD und dann wird der Ruf der AfD immer mehr in den Dreck gezogen, einfach weil das Thema gespielt wird und dann prägt sich's ein. AfD, Rechtsextremismus, Problem. Das war ja auch ein Trick von den Alpen. Die Alpen sind natürlich trickreich, aber sie lenken immer das Thema dahin. Die AfD beschäftigen sich die ganze Zeit damit, verteidigen sich damit. Aber allein dadurch, dass das Thema gespielt wird und die AfDler das mitspielen und keine eigenständige Themenlenkung betreiben, davon nicht weggehen, das nicht benennen, dadurch verfestigt sich, dadurch wird eine Verbindung geschaffen zu dem Problem. Ah ja klar, das ist die AfD, das ist mit dem Rechtsextremismus. Das ist so wichtig, die anderen Sachen, die spielen alle gar keine Rolle. Und wichtig ist es, weil es dauernd die Interviewer vorbringen. Die wissen schon, was wichtig ist. Und vor allem auch die AfDler akzeptieren es ja auch. Sie spielen ja das Spiel mit. Und wenn sie es schon mitspielen und sich nicht beschweren, dann passt das ja. Die AfD laufen immer drauf, eher die Leute, die denken dann schon nach. Die merken dann schon selbst, was wichtig ist und was nicht. Nein, die Leute denken, wenn die AfDler das mitmachen, sich nicht beschweren gegenüber dieser Hetze, sondern das tolerieren und sich nur verteidigen, rechtfertigen, dann haben die Zuschauer den Eindruck, das ist alles in Ordnung so. Was die Altmedien machen, wie sie die Fragen stellen, das hat dann schon alles seine Richtigkeit, weil die AfD beschwert sich ja nicht darüber. Im letzten Jahr, seit dem letzten Herbst, war das Framing war eh schon stark etabliert von den Altmedien. Die Ausgrenzung, der Rechtsextremismus-Frame. Aber jetzt in dem letzten Jahr hat sich dieser Frame massiv verfestigt. Und daran hängt alles, wenn wir die Mitläufer gewinnen wollen. Und ohne die Mitläufer geht es nicht. Da muss die AfD gut dastehen, müssen die öffentlichen Schlagabtausche, die müssen gewonnen werden. Und im letzten Jahr ging es andersrum. Da haben es die Altmedien geschafft, den Frame zu verfestigen. Und dadurch sind viele Mitläufer abgesprungen. Und dadurch sind wir jetzt bei unter 10%. Das ist aber nur ein Teil. Der zweite Teil ist, dass auch AfD-Anhänger oder Leute, die früher die AfD gewählt haben, weil sie anders ist als die Altparteien. Diese Leute haben jetzt generell kein Vertrauen mehr in Parteien, weil sie sehen dieses Hauen und Stechen, wie jetzt Jörg Meuthen vorgeht gegen die anderen und diese Hinterzimmerpolitik, das dann so geplant wird und gemacht wird. Ich sehe es ja unter meinen Videos, diese ganzen Leute mögen die AfD nicht mehr und stehen sehr kritisch ihr gegenüber, weil sie eben sehen, das sind jetzt ganz viele Personen, die mögen wir nicht. Die haben diesen ganzen Schlamassel angezettelt, haben die eigene Partei in den Dreck gezogen und diese Leute mögen wir nicht wählen. Das ist ein ganz großes Problem, das auch kaum lösbar ist jetzt. Was man natürlich Höcke und Kalbitz vorwerfen muss, ist, dass sie sich nicht verteidigt haben. Sie hätten offen gegen den Frame ankämpfen müssen, dass sie unmöglich sind, dass sie keine Demokraten sind. Eine effektive Verteidigung ist nur, wenn man mit offenem Visier kämpft und Jörg Meuthen und die anderen massiv dafür angreift, was sie machen. Sie haben es sozusagen nach außen nichts gesagt, um nach außen hin Einheit zu demonstrieren. Um auch zu zeigen, wir sind anders, wir sind loyal, wir machen jetzt nicht Stimmung gegen die eigenen Parteileute. Wir halten zusammen, also wir halten ruhig. Aber indem sie nach außen hin sich nicht wehren, bleibt der Frame vor dem Altmedienkonsumenten bestehen. Und sie müssen unbedingt diesen Frame loswerden. Oder die AfD, das ist für die AfD essentiell, dass Höcke und Kalbitz sich gegen diesen Rechtsextremismus-Frame wehren. Sie dürfen das nicht akzeptieren. Das heißt, sie müssen dann diesen Framing-Kampf öffentlich gewinnen gegen Jörg Meuthen. Das hätte dann sogar indirekt Jörg Meuthen geholfen und der ganzen AfD. So wie es jetzt ist, ist der Frame verfestigt, der schlechte Frame, bei dem Altmedienkonsumenten. Das heißt, wir haben demotivierte eigene Wähler, die AfD nicht mehr uneingeschränkt mögen, die misstrauisch sind gegenüber jedweder Partei und wir haben einen verfestigten Frame, dass die AfD undemokratisch ist, unmöglich ist, dass es Spinner sind, Verlierer, Rand der Gesellschaft. Was kann man jetzt machen? Ich war ja der Meinung, dass man, wenn es nicht gelingt, die Leute zu überzeugen,
man eine neue Partei gründen muss. Also diese ganzen Meuten, Storch, Leute, die jetzt die ganzen eigenen Leute rausschmeißen wollen aus der AfD, jetzt zuletzt Pasemann, dass man diese Leute überzeugen muss, dass es gegen ihre eigenen Interessen ist, dass sie sich selber ihre Karriere zerstören, dass sie die AfD zerstören und eigentlich die Ideale, weshalb sie eigentlich in die AfD gegangen sind, falls sie deswegen in die AfD gegangen sind, dass sie das alles kaputt machen damit. Es schien dann aber so, dass das nicht wirkt, dass sie immer weitermachen. Und dann dachte ich, dass es dann in dem Fall man eine neue Partei gründen muss. Dass es alles nichts hilft, dass man eine Art umgekehrten Ausschluss macht. Das heißt, man macht jetzt eben nicht eine neue nationalkonservative Partei, sondern man macht die Position wie jetzt sogar noch offener, lässt Rentenkonzept alles offen, sodass jeder rein kann. Dass es jetzt erstmal nur darum geht, die Demokratie zu stabilisieren, die Altmedien das zu reformieren, die Öffentlich-Rechtlichen, dass wieder demokratische Zustände herrschen in Deutschland. Dass das erstmal das Ziel ist und dass man das ganz andere, dass man das offen lässt. Und dann, wenn die AfD 50% hat, dann kann man sich teilen. Oder diese neue AfD, sag ich mal. Dass man sozusagen eine neue Partei gründet, aber nur personell sich neu aufstellt eigentlich. Dass eigentlich alle mitmachen müssen, alle wichtigen Personen, Weidel, Gauland, Chrupalla, alle bekannten Personen machen da mit. Und man lässt nur die Leute draußen, die diese Ausschüsse forcieren, die jetzt Pasemann ausgeschlossen haben, die alle möglich, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das läuft ja in der Partei, dass überall die Leute rausgedrängt werden, um es den Altmedien recht zu machen. Das heißt, um diese ganzen Leute loszuwerden, gründet man eine neue Partei, die noch viel für viel mehr Leute möglich sein soll, dass sie beitreten. Also auch jetzt Leute, die mit dem Nationalen nichts am Hut haben, also die Querdenken-Leute zum Beispiel, die müssen dann auch in diese Partei reingehen können. Das war eigentlich die Idee, die ich hatte, aber es scheint jetzt so, dass sich das nicht realisieren lässt. Also es wäre für mich immer noch eine vernünftige Lösung, dass man sich da neu aufstellt, aber das scheint irgendwie, also ich glaube, diese AfD-Leute, die sind da auch jetzt, das klappt realistisch betrachtet nicht. Und dann ist es eben so, bleibt die Möglichkeit, man muss jetzt den Frame ausräumen. Und dafür muss man die Leute, das muss man offen austragen. Nicht in Hinterzimmern, nicht verstecken, das muss offen ausgetragen werden, vor der ganzen Öffentlichkeit, um den Frame wiederherzustellen. Also diese Anschauung, dass jetzt diese Flügel undemokratisch ist, dass es Spinner sind. Sie müssen Jörg Meuthen angreifen für dieses Stigma, öffentlich. Nur so können sie öffentlich ihren Ruf wiederherstellen. Und das müssen sie machen. Und sie müssen dann diese Leute öffentlich in die Knie zwingen. Es ist natürlich jetzt so, in Niedersachsen hat jetzt ein Kästner gewonnen, der, ich kenne ihn jetzt nicht genau, aber der kein Meuthen-Unterstützer ist, wie jetzt die Vorgängerin Dana Gut. Das heißt, jetzt bei den Mitgliedern kommt jetzt wahrscheinlich schon ein Einsehen und die Landesverbände werden jetzt neu aufgestellt. Aber das Problem ist, dass die Bundestagswahl schon im nächsten Jahr ist. Die Vorsitzendenwahl ist aber erst in 2 Jahren. Und wenn die AfD bei der Bundestagswahl weniger als 10% kriegt, dann habe ich jedenfalls große Zweifel, dass die AfD überhaupt noch dann bei der nächsten Bundestagswahl antreten kann. Sondern dass sie bis dahin verboten wird, aufgerieben wird. Und es wird dann vor allen Dingen für die Mitglieder ganz bitter. Wenn man unter 10% hat, so in der Nähe von den 5% ist, dann ist es ganz leicht in der Öffentlichkeit vermittelbar, dass diese paar Außenseiter, die spinnen, das sind keine Demokraten, die werden dann einfach verboten, aus dem öffentlichen Leben gedrängt, aus ihren Berufen gedrängt. Das wird dann ganz fürchterlich werden. Also die AfD muss, also 10% ist das Allermindeste, eigentlich mindestens 20% müssen es eigentlich sein, wenn man das durchbrechen will, dieses Stigma. Und dafür ja, muss man rausgehen, framen und die Altmedien als Feind ernst nehmen, als Hauptfeind. Und sie nicht behandeln wie Journalisten, weil es sind keine Journalisten, das sind Linksextremisten größtenteils, die diesen ganzen Bereich gekapert haben, den ganzen Bereich dominieren, alle gemäßigten, vernünftigen Leute rausgedrängt haben. Und dann muss man eben sehen, mit wem man es zu tun hat. Und dann kann man nicht naiv in ein Interview gehen und denken, man hat es hier mit Journalisten zu tun. Da muss man sie eben auch in dem Interview entlarven, dass sie keine Journalisten sind, sondern dass sie Aktivisten sind.
Und dann muss das ein Gespräch auf Augenhöhe sein, wo man eben nicht zulässt, dass diese Nicht-Journalisten, dass sie die Themenlenkung betreiben, dass sie dann das ganze Gespräch bestimmen, dass sie bestimmen, wer wie lang reden kann, welches Thema gespielt wird. All das darf man diesen Leuten in Interviews nicht zugestehen. Und das kann man auch, man muss es halt den Leuten verständlich machen. In der Antwort heraus eine Themenlenkung betreiben und dann eben das Thema da auf die Frage lenken, dass es kein Journalismus ist, wie die Frage gestellt wurde, was die Journalisten von den Altmedien überhaupt die ganze Zeit verschweigen. Und dann können die Altmedien auch nichts dagegen machen. Dann können sie das nicht vermitteln, das Gespräch dann abzubrechen oder den AfD-Vertreter dann zu unterbrechen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.